Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier nach langer, langer Zeit mal wieder zu einem FIFA-Talk. Das heißt, wir reden über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Und bevor wir damit starten, möchte ich euch unbedingt noch meinen Zweitkanal vorstellen. Dort werden ganz, ganz viele verschiedene Videos kommen, Real-Life-Videos, aber auch ganz, ganz verschiedene Sachen. Also checkt den einfach mal ab, lasst dort unbedingt ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Also dort wird wirklich einfach alles kommen, was hier auf FIFA Allstars nicht kommt. Und hier werde ich mich jetzt eben auf FIFA Allstars nur auf FIFA konzentrieren und eben hier kein Fortnite mehr bringen, sondern eben Fortnite zum Beispiel dann auf dem Zweitkanal. Okay, dann starten wir jetzt auch schon direkt rein mit dem ersten Thema und hierbei geht es um den World Cup Modus. Und zwar wurde da eine Liste veröffentlicht mit den ganzen Packs, die man allgemein im WM-Modus eben ziehen kann. Da sind unfassbar verschiedene Sachen dabei. Da gibt es Icon Packs, da gibt es aber auch zum Beispiel Asia Player Packs. Also zum Beispiel eben nur mit asiatischen Spielern oder nur mit europäischen Spielern und so. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen und da können wir uns auf jeden Fall auf viele, viele verschiedene Packs freuen. Das Ganze wird zu 99% auch in Verbindung mit SBCs passieren. Die Frage ist nur, muss man eine SBC dann im World Cup Modus abschließen und bekommt dort dann eben auch ein Pack als Belohnung und setzt eben aber auch für die SBC nur WM-Spieler ein? Oder wird es so sein, dass man die SBCs ganz normal in Ultimate Team abschließt und dann eben für den World Cup Modus ein Pack bekommt? Das ist eben die Frage, die ich noch nicht beantworten konnte. Vielleicht weiß das ja jemand in den Kommentaren. Also ich würde beide Sachen cool finden, denn wenn man zum Beispiel eben nur die untauschbaren Spieler aus dem WM-Modus wieder für eine SBC abgeben kann, um eben da dann ein cooles Pack zu bekommen, würde ich das ganz cool finden. Allerdings würde ich es auch cool finden, wenn man im normalen Ultimate-Team-Modus da irgendwie eine WM-SBC machen kann, vielleicht dann irgendwie auch 10.000 Coins oder so für die bekommt und vielleicht auch irgendwie eine WM-Special-Card im normalen Ultimate-Team-Modus. Es werden uns auf jeden Fall unfassbar viele SBCs erwarten, ob sie jetzt im WM Modus oder im Ultimate Team Modus sind, ist ja eigentlich eh nicht so wichtig. Hauptsache ganz, ganz viele SBCs und da bin ich mega gehypt drauf und dazu werden definitiv auch Videos und eben auch Streams kommen. Ja, den Link zu dieser Liste, den packe ich euch auch nochmal in die Beschreibung. Das Ganze ist aber eigentlich ein Bild, also ja, einfach mal auf den Link in der Beschreibung dort klicken und dann seht ihr da jedes einzelne Pack, welches im WM-Modus dabei sein wird. Ja, das war das erste Thema und jetzt gehen wir auch schon rein ins zweite und da geht es tatsächlich um einen Glitch, der seit Monaten immer noch funktioniert in FIFA 18. Und viele von euch werden jetzt schon wissen, um welchen Glitch es sich handelt. Es geht um den Weekend League Glitch. Ja, da gibt es tatsächlich, wie gesagt, eben diese eine Seite, wo du dich einloggen kannst und dann eben einen Anspruch auf die Weekend League beantragen kannst. Das Ganze ist eine offizielle Seite von EA, das heißt, ihr braucht da überhaupt keine Angst haben, irgendwie gebannt zu werden. Also es steht zwar schon dort, dass man gebannt werden kann, wenn man irgendwie gar nicht das Recht hat auf den Weekend League Zugriff, aber ich habe das schon ganz oft gemacht und ich kann euch sagen, dass ihr circa jedes Monat einmal in die Weekend League kommt durch diesen Glitch. Also wenn ihr das irgendwie letzte Woche schon gemacht habt, dann geht das diese Woche eher nicht so. Also das habe ich, diese Erfahrung habe ich gesammelt, dass wenn man das eben eine Woche vorher gemacht hat, dass dann die Woche drauf nicht geht. Es geht so wirklich ungefähr in einem Einmonatsabstand. Wie dieser Glitch genau funktioniert, wäre jetzt viel zu mühsam zu erklären. Deswegen habe ich euch den Link zu dem Video in die Beschreibung gepackt. Dort wird ganz genau erklärt, wie ihr in die Weekend League reinkommt, ohne ein einziges Spiel zu machen. Und wie gesagt, das funktioniert wirklich jedes Monat einmal und ich habe es eben diese Weekend League auch wieder gemacht und es hat wieder funktioniert. Genau deswegen packe ich das jetzt auch in den FIFA Talk rein, weil ich eben weiß, dass es immer noch funktioniert. Ja, und dann sind wir jetzt hier auch schon beim letzten Thema angelangt und dabei geht es um einen Trading-Tipp. Ja, nach langer Zeit kommt mal wieder ein Trading-Tipp und zwar geht es tatsächlich um einen, den ihr unbedingt heute machen müsst. Ja, heute Abend ist ja nämlich das Champions League-Finale und da kann man unfassbar gut traden. Das war die letzten Jahre auch immer schon so. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Gewinn aus der ganzen Situation zu schlagen. Die eine Möglichkeit ist zum Beispiel zu schauen, wer gut spielt im Finale. Zum Beispiel, wenn jetzt da irgendwie, ich weiß nicht, Mohamed Salah oder so zwei Tore macht, dann müsst ihr den normalen Salah einfach in dieser Zeit snipen. Also wenn er da wirklich jetzt ein Tor gemacht hat oder irgendwie direkt einen Doppelpack in zwei Minuten oder so, dann müsst ihr da direkt den Salah einfach snipen, bam, bam, bam und dann eben da die Coins mitnehmen. Mit Coins mitnehmen meine ich, dass dieser Spieler einfach dann in den nächsten Minuten noch viel, viel höher steigen wird und dann müsst ihr ihn auch schon direkt wieder verkaufen. Also ihr snipet den Spieler sehr, sehr flott und dann verkauft ihr ihn einfach auch direkt wieder und das ist die gewinnbringendste Methode, die es überhaupt gibt. Es ist einfach so, denn wenn du hier den Spieler, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, was Salah genau kostet gerade, ich glaube so, ja sagen wir so 8k oder so, wenn du den für 8k dann eben ganz oft kaufst, den 85er sogar, ja wobei der 85er kostet halt ein bisschen mehr, egal, aber wenn du den dann irgendwie für 8k kaufst und der dann eben einen Doppelpack macht,
dann kannst du da so viel Gewinn machen, weil der einfach so im Hype ist, dass der dann vielleicht in dem Moment irgendwie 13, 14k kostet und dann musst du den eben schnell verkaufen und dann hast du eben Gewinn gemacht. Eine weitere gute Möglichkeit ist, dass du während dem Champions League Finale einfach ganz normal tradest, also mit ganz normalen Trading Methoden, denn während dem Champions League Finale spielt niemand FIFA im Normalfall, ja, alle schauen das Finale, aber wenn du währenddessen irgendwie, während du das Finale schaust, irgendwie so ein bisschen tradest, dann kann das sehr, sehr, sehr effektiv sein. Zum Beispiel eine Methode, die immer noch ganz gut geht, da macht man zwar nicht so viel Coins, aber man macht auf jeden Fall Coins. Das ist folgende Methode und zwar BPL Rechtsverteidiger. Hier seht ihr, für 400 bekomme ich keine Karte, für 500 kommen dann die ersten rein. Ja, das ist sogar ein Österreicher gewesen. 550, für 550 kann man auch alle verkaufen und die kannst du im Moment so für 650 oder so alle mal reinstellen und die werden sich alle verkaufen. Was du dann machen musst, du gehst während dem Champions League Finale einfach rein und versuchst sie zu snipen oder auch zu erbieten, denn während dem Champions League Finale, haben wir ja gerade gesagt, spielen nicht so viele Leute FIFA, deswegen ist erbieten auch eine unfassbar gute Methode, um dann eben Coins zu machen. Dann machst du den hier einfach und hättest dann hier 200 Coins pro Karte Gewinn. Und wenn du das eben mit 100 Karten machst, hast du 20k Gewinn und das ist, denke ich, jetzt auch nicht so schlecht. Ja, da ist wahrscheinlich wirklich das Bieten einfach die beste Methode, um da Coins zu machen, denn ja, wie gesagt, alle schauen das Finale, keiner schaut auf die Spieler und dann läuft halt vielleicht mal ein Ronaldo für einige Coins weniger ab, als er im Normalfall ablaufen sollte. Aber ich würde euch sowieso eher raten, auf Spieler zwischen 10 und 20k zu bieten, denn dort sind die EA-Steuern auch nicht so groß und die beeinflussen das Ganze nicht so hart. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Ronaldo, sagen wir jetzt, der kostet 1 Million Coins, ja, wenn ihr den für 950.000 Coins erbietet, dann habt ihr keinen einzigen Cent Gewinn gemacht, denn 50.000 Coins gehen wegen den EA-Gebühren drauf. Wenn ihr ihn dann eben für 1 Million verkaufen würdet, dann hättet ihr genau wieder die 950 zurück, die ihr eben bezahlt habt für ihn. Und wenn ihr aber zum Beispiel einen 20k-Spieler, sagen wir, für 17k erbietet, dann habt ihr eben 2.500 Coins gewinnen, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe. Ne, Blödsinn, ihr habt 2k Gewinn dann natürlich. Von 20.000 werden immer 1.000 Münzen abgezogen. Das heißt, ihr hättet, wenn ihr ihn für 17.000 bekommt, circa 2.000 Münzen Gewinn. Wie ihr diese Spieler findet, ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht dann hier einfach auf den Transfermarkt, macht eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Also einfach 10.000 bis 20.000 Münzen eingeben und dann einfach mal schauen, was es da so gibt. Dann findet ihr hier zum Beispiel den, den Miranda oder so und dann macht ihr das Ganze einfach mit dem Miranda, dass ihr hier einfach drauf geht, Miranda, bam, haben wir hier gefunden. Dann schaut ihr mal kurz nach, was er genau kostet. Das ist immer wichtig für solche Trading-Methoden. Kostet jetzt nur so 10k ungefähr. Ja, mal schauen. Ja, so 11k, sagen wir 11k. Das heißt, ihr denkt euch so, ja, für wie viel kann ich ihn erbieten, dass ich noch Coins mache? Und bei 11k wären das so circa 500 Münzen, die da abgezogen werden, ein bisschen mehr, sagen wir 600 Münzen wegen den EA-Gebühren. Das heißt, ihr wollt ihn, sagen wir, für 9k erbieten und dann geht ihr da eben wirklich während dem Champions-League-Finale hier auf 9000 Münzen und bietet einfach auf diese ganzen Karten hier 9000 Münzen und stellt die dann einfach später wieder rein und dann habt ihr da wirklich gute Coins gemacht. Ja, okay, Freunde, das war's an sich jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA-Talk. Falls es dir gefallen hat, lass unbedingt deinen Daumen nach oben da. Check gerne wirklich den Link in der Beschreibung ab. Dort geht es nämlich zum Zweitkanal und auch die ganzen Links zu den Themen sind auch in der Beschreibung drinnen, sowie MMOGA und so weiter und so fort. Einfach mal die Beschreibung abchecken, würde mich unfassbar freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs. Habt immer High Hopes, ihr wisst es, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Wir hören uns, bis dann und ciao!